Hallo, grüßt euch, servus. Heute mal wieder Thomas Klein, Kundenakquise, Neukundengewinnung, B2B. Gestern ein Teams-Call, wo ich sozusagen meine Dienstleistung erbracht habe, indem ich im Namen meines Kunden gemeinsam mit meinem Kunden und mit dem Endkunden, also demjenigen, den ich auch gleichzeitig akquiriert habe, im Zuge der Kaltakquise, da in dem Fall war es sogar eine Kombination aus Online und Offline, da komme ich dann später noch dazu, wie wir den tatsächlich gewonnen haben, diesen Lead. Und da war ein Teams-Call, da ging es über 1,5 Stunden lang letztendlich, das ist also ein Autozulieferer, mittelständisches, typisches mittelständisches Unternehmen. Und da ging es über 1,5 Stunden lang um eine Schnittstellenprogrammierung im Bereich, in der Kombination Microsoft SharePoint, SAP, ERP und so weiter. In die technischen Details möchte ich hier auf gar keinen Fall eingehen, sondern letztendlich nur, was den vertrieblichen, marketingtechnischen Aspekt betrifft. Ja, diese zwei Themen, Vertrieb und Marketing, die gehen ja einher. Und da wurden einige Fehler gemacht sozusagen. Ja, ich bin immer eigentlich sehr schwer zu befriedigen. Das heißt, selbst wenn es sehr gut gelaufen ist, bin ich häufig immer noch sehr unzufrieden. Und da möchte ich heute mal sozusagen ein paar aus diesem Use Case, aus diesem Echtzeit, aus der Praxis, aus diesem Beispiel, das ja eben gestern erst stattgefunden hat, möchte ich mal ein paar Beispiele rausnehmen, wie man es noch hätte noch besser machen können. Ja? Und weil da auch ein paar Fehler gemacht wurden von seitens meines Kunden, möchte ich einfach die sozusagen auch, ich immer wieder, wo ich quasi ein Muster sehe, also ein Pattern, ja, im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, wo ich immer wieder Firmen unterstützen durfte im Vertrieb sozusagen, auch inkognito sozusagen, ja, als Agent. Und weil die immer wieder stattfinden, möchte ich die einfach hier nochmal und offensichtlich gar nicht im Bewusstsein, ja, der meiner Kunden sozusagen verankert sind, selbst wenn ich sie coache, selbst wenn ich sage, okay, so und so und so und dann ein paar Wochen später wird es wieder ähnlich falsch gemacht. Und deswegen möchte ich das hier mal nochmal auch für Leute raushauen, die vielleicht sich jetzt aktuell mein Training nicht leisten können. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wir kommen jetzt hier zum Punkt. Warte, ich muss mal kurz das Mikro anstecken und ich muss auch ganz kurz mal hier ein Schlückchen Kaffee nehmen, denn ich glaube, habe ich mir verdient. So. Schauen, ob auch keine wichtigen Nachrichten hier sind. 2 Anrufe. Sorry, eine Sekunde. Ich habe natürlich hier auch permanent Sachen laufen, die wichtiger sind wie YouTube-Videos. So viel müsst ihr verstehen. Dafür bitte kurzes Verständnis. Okay. Alles klar. Okay, also, da ging es letztendlich um, ja, Fehler bei der Neukundengewinnung. B2B. Und das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Oberbegriff. Der Stift geht schon wieder nicht richtig. Muss ich mir mal ein neues Set kaufen? Was ist da los? Zu fix. Hallo? Okay, schau mal, ob der Schritt geht. Sorry. Und zwar, das Erste, worüber ich sprechen möchte, ist, eigentlich war das Ganze ja ziemlich einfach. Also nochmal ganz kurz zum Recap. Wir sind schon so weit, dass wir schon ein Angebot abgegeben haben. Wir sind schon so weit, dass wir, also ich fange nochmal ganz von vorne an. Ich habe nämlich was vergessen. Sorry, mein Bad. Ja. Der Lead kam so zustande. Ne? Also wir machen ja für unseren Kunden auch Google Ads, Suchmaschinenoptimierung, aber auch Google Ads, bezahlte Werbung und auch LinkedIn Ads für diesen namhaften Kunden. Etwas größere Systemhausbude. Und die zum einen SAP, aber auch Non-SAP, auch SharePoint Dienstleistungen anbieten, Programmierungen. Und da haben wir quasi viel optimiert, auch viele Blogbeiträge gecoacht und auch selber teilweise miterstellt, aber auch intern dort die Personen gecoacht, dass sie sozusagen auch intern besser erstellen können. Also, hier ganz noch kurz nochmal die Google-Suche, wie vorhin eben einfach, nochmal kurz Wiederholung. Ich gebe hier einfach Kundengewinnung B2B ein, ja, Agentur, dann sehen wir uns hier
Also quasi erste Linie, zweite Linie und dritter Resultat. Und mehr brauchen wir eigentlich auch schon gar nicht. Okay. Ne? Will man nicht verschießen. Ja. Weil 90%, 80% der Leute, die schauen sich gar nicht mehr an wie die ersten drei, 1, 2, 3. Aber was auch mit reinspielt immer mehr, ist nicht nur einfach irgendwie die Textresultate, sondern Bilder, Videos und so weiter. Man kann ja da segmentieren, man kann ja einfach klicken, okay, ich will nur Bilder, nur Videos. Ja. Was viele auch vergessen, was eigentlich schon oldschool ist, ist, dass man dort auch zum Beispiel auch auf PDFs optimieren kann, ja, White Paper. Viele suchen dann nach akademischen, wissenschaftlichen Arbeiten. Und wenn man da einfach auf seiner Webseite zum Beispiel kein einziges PDF hat, dann fällt man da schon mal komplett auf. Und da wurde einer dieser Blogbeiträge aufgrund einer Google-Suche, kam der Kunde zum Vorschein und darauf wurde eine Anfrage gestellt, ja, aber nicht direkt von demjenigen, der das Projekt angestoßen hat, sondern vom Einkauf. Also auch nochmal eine Sache, die viele da draußen gar nicht verstanden haben. Also letztendlich, also das ist ja auch so dieses richtige B2B-Geschäft, das haben die allerwenigsten da draußen verstanden in diesem Mainstream auf YouTube. Deswegen mache ich das auch auf YouTube, damit immer ein bisschen mehr Klarheit herrscht. Die eigentliche Anfrage kam dann vom Einkauf, weil die sozusagen die Preisfindung machen. Und da komme ich jetzt gerne noch dazu, warum das so wichtig ist, zu verstehen alles. Ja? Und selbst namhafte Geschäftsführer und Sales und so weiter, ja, die haben teilweise diesen Prozess oder vergessen ihn oder ich verstehe es auch nicht genau manchmal, aber das ist so, dass letztendlich derjenige, der das Projekt anstößt, dann am Endeffekt gar nicht die Anfrage stellt, sondern das nur weitergibt, also quasi jetzt meinen Kunden gefunden hat über eine Google-Suche aufgrund unserer Dienstleistung, die wir sehr gut gemacht haben. Und sei es jetzt Google Ads bezahlt oder unbezahlt oder wie auch immer. Und dann geht das Ganze in den Einkauf. Okay, also wir sind jetzt quasi hier vom Entscheider. Okay, Entscheider 1. Ja, wir haben insgesamt Minimum von 3 Entscheidern. Das ist also ein größeres Projekt, okay? Der macht die Google-Suche. Trifft auf meinen Kunden, also meinen Kunden. Das ist, sagen wir mal, das SAP-Systemhaus. Und jetzt hat... Findet er das cool, was er da sieht und liest und so weiter aufgrund unserer Dienstleistung. Jetzt spielt er das Ganze intern, ja, in den Einkauf ein. Okay, der Einkauf dann meldet sich dann wiederum beim SAP-Systemhaus, also in dem Fall mein Kunde, ja, und stellt eine Anfrage per E-Mail. Okay, typischerweise. Im B2B häufig, wenn die Kalendris dann noch nicht eingegeben haben, wir haben zwar auch sowas ähnliches wie ein Kalendri dort, ja, oder so ein HubSpot-Kalender und so weiter, aber wird dann meistens nicht genutzt und einfach nur eine E-Mail rausgeschickt, traditionell. Und dann haben wir das bekommen und dann haben wir darauf reagiert mit Telefonakquise, ne? Telefonakquise in dem Sinne war dann schon warme Akquise, gar keine kalte mehr. Das ist ja auch wieder das, ne, dass man sagt, okay, das ist jetzt warme Akquise und keine kalte mehr. Dadurch, dass wir eben diese Kombinationen immer anbieten bei uns auch im Paket bei Klein Marketing, ja, also SEO, SEA und mit und LinkedIn und dann noch zusätzlich kalte Akquise, Telefonakquise dazu. Und dann haben wir hier das Erstgespräch per Telefon stattgefunden, also Telefongespräch, Erstgespräch per Telefon, am Telefon, Kaltakquise am Telefon kann man so nennen, oder Warmakquise am Telefon, könnte man auch sagen. Also das möchte ich nochmal unterstreichen hier. Ja, Warmakquise am Telefon, ja, also in dem Fall, aufgrund dieser Kombinationen, die wir anbieten, sehr, sehr wichtig. Und wir haben dann innerhalb, die Anfrage war sogar innerhalb von 3 Tagen, wollten die ein Angebot. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich innerhalb von zwei Stunden hat die mir dann das Pflichtenheft, Lastenheft zugeschickt, also letztendlich die Anforderungen. Innerhalb von 2 Stunden hatte ich die darlegen. Dann konnten wir sofort das Angebot aufgrund dessen erstellen. Das hat insgesamt nochmal einen Tag gedauert, 24 Stunden. Okay, 24 Stunden gedauert, dann Angebot
Okay, aufgrund dieses Angebots. Sorry. Hallo, Herr Schulz? Ja, hallo, Grüß Sie, Klein hier. Ja. Ja, wegen dem Plugin. Ja, haben Sie jetzt die Freigabe schon von dem Budget? Sie wollten jetzt nochmal das Ganze nochmal dem Geschäft der Geschäftsführung Nummer 1, 2, 3, also sämtlichen Geschäftsführern nochmal gegenzeichnen lassen. Okay, es geht jetzt erstmal nur um den Workshop für die 12.000 Euro. Da wird man auch vor Ort hinkommen, dauert insgesamt 3 Tage. Ja. Und dann erst, wenn wir den durchhaben, dann letztendlich können wir wirklich erst eine wirklich seriöse Aufwandsabschätzung dann wirklich abgeben. Also Sie haben uns ja den Budgetrahmen genannt, maximal 300.000 Euro für das Ganze. Und dann eben eine Return-Investment-Rechnung, also da unterstützen Sie sie halt so gut wie es geht, ne? Also auch völlig transparent, wie lange es dann theoretisch dauern würde, dass Sie halt das Geld wieder zurückhaben. Aber wir bieten dann natürlich auch gleichzeitig dann on top ja eine Marketingstrategie und ein Marketingkonzept zur Vermarktung letztendlich des Plugins auch noch an. Ja, das ist natürlich das, wo wir dann auch nochmal drüber reden müssen, weil die Kombinationen, die werden es halt so von keinem System auskriegen. Ja, okay, alles klar. Okay. Ja, das freut mich. Ja, dann der Workshop, wir müssen dann nur noch genau festlegen, organisieren, wann der Workshop stattfindet, weil wir müssen natürlich anreisen und alles. Wir sind ja auch aus unterschiedlichen Direktionen. Ich bin ja hier aus München, aber erst ein bisschen organisieren müssen wir. Also so 2 Wochen Vorlauf bräuchten wir dann schon. Okay, machen wir später nochmal einen Termin. Ich bin jetzt gerade hier im YouTube-Video. Okay, alles klar. Bis dann, ciao. Ciao, Herr Schulz. Okay, cool. Okay, schon mal gute Nachrichten. Hat auch jetzt schon wieder eine lange Zeit gedauert, bis wir dann mal die Unterschriften hatten für diesen Workshop. Okay, also, so. Hier ging es halt relativ schnell. Und jetzt waren wir letztendlich gestern in diesem Call. Ja, wo waren wir stehen geblieben? 24 Stunden und so weiter. Also wir hatten letztendlich das Angebot. Aufgrund dessen Angebot, also mit diesem Angebot jetzt, letztendlich, das ist jetzt aber im Einkauf, ja, und hier haben wir einen Entscheider, ja, und jetzt kommt der zweite Call zustande, oder sagen wir mal, der erste Call mit dem Entscheider. Einen Call mit dem Einkauf hat man schon. Ja, jetzt kommt wieder dieser Entscheider zum Zuge, der uns ursprünglich mal, ja, also es sind jetzt schon wieder Pflichtenheft, Angebot, sind wieder 3, 4, 5 Tage vergangen und jetzt kommen wir sozusagen mit dem ursprünglichen Entscheider, der uns irgendwann mal auf Google gesucht hat, ja, in diesen zweiten Call rein. Jetzt geht es um die technischen Details. Die möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, aber letztendlich, was ist da jetzt passiert? Also ich sitze drin mit meinem Kunden, ja, ich als Agent und sozusagen im Namen meines Kunden und ich führe halt das Gespräch, leite es ein, ich moderiere es und es war auch ein super erfolgreiches Gespräch, gleich mal vorweg, ja, und es wird wahrscheinlich auch ein Auftrag werden, aber es wurden ein paar kleine Nuancen verkehrt gemacht. Also erstens mal, mein Kunde, also wir waren eigentlich so die erste Dreiviertelstunde ging alles gut und dann am letzten Viertelstunde sowas fing plötzlich dann mein Kunde an zu erzählen. Also wir haben jetzt dann das Angebot für so und so viel Manntage, zu so und so viel Geld und so weiter und so weiter. Und dann fing er halt ganz konkret an, so sein Angebot auszuführen. Und das ist halt einfach nicht vorteilhaft. Warum? Weil wir ja innerhalb dieses Calls festgestellt haben, dass das Lastenheft, das ursprüngliche Lastenheft, aufgrund dessen Basis wir das erste Angebot, und es ist noch ganz wichtig, kein Angebot, eine Aufwandsaufschätzung. Also niemals ein fertiges Angebot abgeben, immer nur eine Aufwandseinschätzung oder irgendwie sowas, also quasi irgendwelche Richtlinien, Rahmenlinien. Auch niemals Festpreise, immer agil. Ja. Zum einen lieben es die Kunden und wenn sie es nicht lieben, dann melde dich bei mir, weil ich weiß, wie man das verkauft. Zum anderen ist es für dich als Dienstleister einfach das Beste, was du kriegen kannst, weil am Ende des Tages, wenn ein Festpreis, ja, und meistens dauern Dinge immer länger als geplant, immer, weil man nämlich im Zuge der Entwicklung, egal was, Schnittstelle, Plugin, Software, egal was es ist, im Zuge der Entwicklung ja auf Dinge stößt, ganz automatisch, völlig normal, die man erst dann im Zuge der Entwicklung überhaupt herausfinden können wird. Das wiederum suggeriert, dass letztendlich
der Rahmen in irgendeiner Art und Weise immer agil sein muss, also auch jedes Pflichtenheft muss dynamisch und agil sein, muss veränderbar sein und so weiter. Wenn man das alles nicht macht, dann ist man quasi stock und steif auf irgendwelche Anforderungen, die man irgendwann mal hypothetisch niedergeschrieben hat, ja, zu 100%. Und dann geht das Ding meistens in die falsche Richtung. Dann kommt meistens eine Software, eine Schnittstelle, irgendein Produkt, eine Software am Ende dabei heraus, wo niemand mit glücklich ist, das aber trotzdem viel Geld gekostet hat. Ja, und deswegen immer diese Agilität im Vordergrund. Und weil die Agilität im Vordergrund ist, ist auch das Angebot erstmal agil. Ja, und noch ein ganz wichtiger Punkt, ja, es hatte sich auch herausgestellt im Zuge der Gespräche und auch dieses Calls, dass letztendlich aktuell noch das Budget intern für dieses spezifische Produkt, obwohl es so relativ zügig alles ging, auch noch agil ist. Das heißt, man hat dort auch noch keine festen Budgets. Man hat zwar Geld vorhanden, sozusagen die Kriegskasse ist gefüllt, aber es ist nicht fix. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben auch herausgefunden in dem Call, dass man gerade sich auch so ein bisschen in der Information Gathering Prozess befindet, also Informationssammlungsprozess. Dann wurde auch uns auch, aufgrund dessen, dass ich auch sehr gut im verkäuferischen Gespräch bin, habe ich dann auch herausgefunden, dass man auch andere Anbieter noch gleichzeitig kontaktiert. Und wenn das der Fall ist, ja, ich habe natürlich dann schon so verkauft, dass wir nur letztendlich am Ende in Frage kommen oder zumindest schon mal ein paar Vorteile herausgezogen, auch mit dem Agilität und all diesen anderen Dingen, wo unsere Mitbewerber nicht machen. Und was das alles im Einzelnen ist, werde ich jetzt hier nicht verraten. Aber letztendlich habe ich uns schon in eine Pull Position bringen können, auch vom Sympathielevel her, das spielt auch eine Rolle und so weiter und so weiter. Aber ich werde hier jetzt mich auch, solange die noch nicht richtig committed sind, werde ich mich auch noch nicht richtig committen. Und das ist dieses Wechselspiel, das du beherrschen musst. Warum? Weil, wie häufig hast du schon im Vertrieb, im B2B-Geschäft, in einem SAP-Systemhaus oder generell in einem IT-Ding Angebote abgegeben und dann hast feststellen müssen, dass das Angebot dafür genutzt wurde als Information, um zu benchmarken gegen andere Angebote und bestehende Dienstleister etc. pp. Und das ist das, was du unbedingt vermeiden möchtest, insbesondere wenn du mit einem noch nie Geschäfte gemacht hast, aber generell möchtest du das vermeiden. Das heißt, du wartest bis zum Schluss, du gibst immer nur dann dein Commitment, wenn dein Kunde, also dein Auftraggeber, in dem Fall der Autozulieferer, auch sein Commitment gegeben hat. Wenn der sein Commitment gegeben hat, ja, zumindest mündlich, sorry, muss ich mal kurz wegdrücken, der ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, zumindest mündlich, wenn der sein Commitment gegeben hat, dann erst gibst du auch dein Commitment. Und dann relativ schnell, zügig halt auch die Bestellung entgegennehmen oder eine Unterschrift. Häufig brauchst du gar keine Unterschrift, einfach eine Bestellung aus dem Einkauf benötigen im B2B. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du dich noch davor zu viel Informationen rausgibst, dann werden diese Informationen teilweise verwendet, teilweise eventuell sogar gegen dich verwendet, um zu benchmarken mit anderen Angeboten, um dann eventuell dich wieder zu drücken. Also es ist ein super, super wichtiger Punkt. Auch hat auch was mit Verhandlungstechniken und generell mit Verhandlungsskills zu tun. Ja? Also Jack Nasher lässt grüßen und so weiter, ja, und auch andere. Ne? Der ist jetzt irgendwie in München ein bisschen bekannter wie andere, aber es gibt auch ganz viele andere gute. Ja? Und ich habe da auch einiges persönlich auf dem Kasten, weil das in diesem Moment entscheidet sich so ziemlich teilweise in 90% der Fällen entscheidet sich da alles. Ja? Also bekommst du den Auftrag? Ja, wenn ja, zu welchem Preis bekommst du den Auftrag? Und dann auch zum Beispiel, was hier noch ein großer Fehler war. Von meinem Kunden wurde das Angebot sehr, sehr niedrig angesetzt, um diesen sehr namhaften Autozulieferer als Kunden zu gewinnen für eine Referenz. Und natürlich liegt es auch bei mir, weil ich immer gesagt habe, wir brauchen mehr Referenzen von diesen bestimmten Branchen. Wenn du in den Automotive rein willst, brauchst du Referenzen. Aber der Punkt ist, du kannst natürlich ein günstiges Angebot abgeben, wenn du das Commitment da auch wieder, das Commitment bereits hast. Wenn das Commitment, wenn du noch quasi noch ein bisschen ein Stück weit davor bist, wenn du noch verglichen wirst mit anderen Anbietern, dann ist das noch zu früh.
dich hier mit einem sehr günstigen Angebot zu Commitment. Warum? Weil dir der Puffer fehlt. Du hast null Verhandlungspuffer. Wenn die jetzt irgendwann in eine Verhandlungsrunde mit dir gehen wollen, sagen, okay, wir wollen dich, es passt alles, Sympathie passt, technisches, haben wir alles abgeprüft, ist sowieso Grundvoraussetzung, aber passt alles, ja. Ihr seid ISO-zertifiziert, ihr seid das und das und das. Jetzt geht es halt nur noch mal um den Preis. Ist da was noch zu machen? Wenn da noch was zu machen wäre, würde unser Einkäufer wirklich sofort die Bestellung raushauen. Dann bist du bereits an einem Punkt, wo du eigentlich gar keinen Puffer mehr zur Verhandlung hast. Das heißt, weniger wird es immer irgendwie von alleine. Ja? Also ich sage mal, weniger wird es von alleine, aber mehr wollen wir ja nicht. Also du kannst nie dann am Ende sagen, es ist viel, viel schwieriger am Ende zu sagen, okay, es ist jetzt doch leider nochmal 50% teurer. Ja? Es ist immer schlecht. Ja? Immer schlecht. Also wie wenn du dann am Ende noch, wenn du einen Puffer hast. Also, und du hast ja noch viel zu wenig Informationen über generell den Kunden, das interne Budgetverwalt, was die am Budget haben, wie sieht es da überhaupt generell aus? Du warst noch nie vor Ort dort, hast dort noch keine Geschäftsbeziehung. Das heißt, du weißt viel zu wenig, um überhaupt abschätzen zu können, was für deinen Kunden oder für deinen Prospekt, für deinen potenziell, in dem Fall den Autozulieferer, was für den potenziell ein günstiges oder ein teures Angebot ist. Diese Information, dieses Feedback hast du ja noch gar nicht. Das ist ja nur in deinem eigenen Kosmos, in deinem eigenen Universum hast du jetzt für dich festgelegt, okay, das ist ein günstiges Angebot, damit ich den Kunden gewinne für eine Referenz und dann gebe ich jetzt mal ab. Ja? Das ist aber ohne jegliches Feedback. Das ist jetzt für dich nur persönlich deine Meinung. Ja? Und das sind halt die Punkte, die du allererst herausarbeiten musst im Zuge von Calls, telefonisch oder Teams oder Zoom oder Google Meet oder was auch immer, bevor du dann letztendlich überhaupt zu dem Punkt kommen kannst, dass du so weit bist, dass der Kunde letztendlich sein Commitment oder so weit das Commitment abgibt, dass du dann letztendlich auch dein Commitment abgeben kannst und sagen kannst, okay, das sind jetzt meine Tagessätze. Und dann wurden uns noch konkret Tagessätze verlangt. Ja? Und das ist auch so eine Sache. Also Tagessätze kannst du schon rausgeben, aber was bringt es? Weil du weißt ja noch gar nicht bis zum Zeitpunkt, wo das Projekt dann eigentlich startet, weißt du ja noch gar nicht, wer konkret da dran sitzen wird. Das heißt, das Projekt kann starten in 2 Wochen, das Projekt kann starten in 2 Monaten. Und wenn du das noch nicht weißt, kannst du auch nicht wissen, du hast irgendwie, sagen wir mal, 100 Leute, die du beschäftigt hast. Und die sind halt jetzt gerade wären irgendwie 2 Senior und 1 Junior wäre jetzt gerade frei. Die würden gut zusammenpassen. In 2 Monaten ist es vielleicht nur 1 Senior und 2 Junior, die zusammenpassen. Dauert dann vielleicht ein bisschen länger, ja, aber da ist halt dann einfach die Kapazität von den 2 Senior nicht gegeben in 2 Monaten. Und von daher kann ich auch nicht sagen, okay, das sind die aufgesplitteten Tagessätze. Du kannst natürlich grundsätzlich Tagessätze rausgeben, aber frag dich immer, okay, was bringt mir das als Dienstleister? Was ist da mein Vorteil, wenn ich die jetzt einfach so rausgebe? Und was bringt das dem Einkäufer auf der anderen Seite? Dem Einkäufer auf der anderen Seite, der Benchmark, der sammelt Informationen, ja. Okay, komme ich jetzt auch weiter in meinem Akquise-Sales-Zyklus, in meinem Akquise-Prozess, wenn ich diese Tagessätze jetzt erstmal nicht kommuniziere? Ist es eventuell ein Vorteil für mich? Ja, weil das ist jetzt erstmal noch gar keine Relevanz. Es geht jetzt erstmal darum, ja, sich zu finden, sich kennenzulernen, mal einen Vororttermin zu machen, mal einen Workshop und so weiter. Und für einen Workshop hast du sowieso immer andere Tagessätze. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Fehler. Also da habe ich gar keine Tafel mehr. Fuck. So. Also Tagessätze. Hier schreibe ich hier noch hin. Tagessätze. Für Workshops ungleich, sind nicht genauso hoch wie für volle Projekte. Also das ist ja auch der Wahnsinn. Ja? Also wenn du jetzt ein Projekt hast mit 30 Manntagen, mit 100 Manntagen, mit 300 Manntagen, dann hast du doch andere Tagessätze, die du verkaufst und auch anbietest, als wenn du jetzt einen Workshop hast mit 3 Tagen. Ja, also da hast du natürlich nochmal on top auch nochmal einen Puffer, weil, warum? Weil du musst hinreisen, musst zurückreisen, du hast einfach mehr Reibung, ja, du hast ja insgesamt, das Volumen ist viel, viel kleiner, dann ist natürlich die Marge muss ja viel, viel höher sein, damit sich das Ganze auch überhaupt lohnt. Und dann kommt noch das Nächste rein,
du hast dann auch nochmal einen Risikopuffer, brauchst du auch nochmal. Das heißt, das checken auch viele nicht. Sorry, muss ich echt so deutlich, so freundlicherweise so deutlich sagen. Hier bei Workshops musst du in deinem Preis Risiko. Also einen Risikopuffer mit einbauen. Was meine ich damit? Dass du nicht bezahlt wirst für den Workshop? Nein, das meine ich damit nicht. Damit meine ich Ausfallrisiko. Ein Ausfallrisikopuffer des Folgeauftrags. Wenn, nämlich das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Es werden so gerne so Workshops gemacht mit unterschiedlichen Dienstleistern, mit dem mal ein Workshop, hier mal ein Workshop, da mal ein Workshop. Dann kommt letztendlich hinten raus eine Menge Informationen, viele schöne technische Details, vielleicht sogar eine Handlungsempfehlung. Und dann nehme ich die und dann gehe ich zum komplett anderen Dienstleister, der super günstig ist in Indien. Ja? Haben wir auch schon gehabt. Das heißt, das ist dann das Ausfallrisiko meines Workshops, Ausfallrisiko des Folgeauftrags. Der Workshop, der ist bezahlt, aber kostet vielleicht, mache ich vielleicht 4.000, 5.000 Euro, 10.000 Euro, je nachdem, was ich wen, an wem was verkaufe. Aber der Folgeauftrag ist vielleicht 500.000 Euro und der wird dann für 200.000 Euro nach Indien gegeben, aufgrund meiner Vorarbeit, die ich in diesem Workshop geleistet habe. Also muss der Workshop grundsätzlich immer noch einen Puffer haben, der einiges obendrauf ist, wenn ich jetzt halt einen Tagessatz habe von 1.500 Euro, ja, und ich mache einen Drei-Tages-Workshop, ganz konkret gesagt, dann darf dieser Drei-Tages-Workshop mitnichten, ja, 5.000 Euro kosten. Das ist viel zu wenig. Ja, also wenn da ein Senior Consultant sitzt 3 Tage für einen Workshop und dieser Senior Consultant hat in Langzeitprojekten 1.500 Euro, ja, dann muss der Workshop mindestens 12.000, 15.000 Euro kosten. Wegen genau das, was ich gerade erklärt habe. Ja. Okay, war jetzt ein bisschen natürlich hoch angesetzt. Ja, viele Consultants kosten ungefähr 1.000 am Tag. Dann ist es halt quasi, also anstelle von 3.000 Euro sind es halt dann 9.000 oder 8.000 Euro oder 10.000 Euro. Wie ich vorhin auch gerade bei dem, wo ich gerade einen Anruf hatte. Ne? Okay, alles klar. Ich hoffe, es passt soweit. Ich bin jetzt dann wieder 2 Wochen auf Geschäftsreise. Ich wünsche euch alles Gute und auch international. Und das war erstmal für März das letzte Tutorial. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges mitnehmen und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, euer Thomas Klein. Ciao, ciao. So, habe ich vergessen, wenn ihr natürlich das Video bis jetzt geschaut habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir ein kostenloses Erstgespräch besorgen. Für eine Zusammenarbeit eventuell uns mal ein bisschen abschnuppern. Scheiße, okay. Schnuppertag. Ja, ein Schnuppertag in Deutschland, genau. Ja, oder halt einfach, einfach kontaktieren. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Ich wünsche euch alles Gute. Wirklich, ciao.